Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. In diesem Video möchte ich die aktuelle Prognose von heute, Samstag, dem 28.03.2020, für Covid-19 für die entsprechenden Bundesländer, bei denen ich Daten über die Intensivbetten habe, vorstellen. Und außerdem möchte ich ein bisschen über die Daten sprechen, die ich verwende, wo diese herkommen, wie diese erstellt werden und auch eine Bitte, dass, wenn ich mehr Daten bekomme, kann ich bessere Aussagen machen. Was man aktuell sieht, ist, man sieht eine Deutschlandkarte, man sieht Punkte, die gelb und rot sind oder die sozusagen ein Gradient haben zwischen gelb und rot. Das sieht man, wenn man hier auf die Punktekarte guckt, dann sieht man hier diesen Gradient. Und was man sieht, ist, jeder Punkt entspricht einem Krankenhaus und diese Krankenhäuser kommen aus dem Divi-Register und diese Krankenhäuser veröffentlichen Zahlen, wie viele aktuelle Covid-19-Patienten sie haben, wie viel beatmet werden, wie viel sie insgesamt schon hatten, wie viel verstorben sind. Und weiterhin werden verschiedenste Informationen veröffentlicht, wie viel Plätze noch frei sind. Die Farbe aktuell hier basiert auf dem Feld ICU Low Care Free, also auf diesem Feld. Und Entschuldigung, auf dem Feld ICU High Care in 24 Stunden. Das müsste man, wenn man hier drauf klickt, müsste man das hier sehen. Genau, ICU Low Care in 24 Stunden. Das ist sozusagen die relevanteste Zahl, die aktuell in dieser Darstellung genommen wurde, um eine Aussage darüber zu treffen, ob ein gewisses Krankenhaus gut auf die nächsten Tage vorbereitet ist oder ob es aktuell eher Patienten abgeben sollte. Also das bedeutet, wenn man aktuell ein Krankenhaus sucht oder wenn ein Krankenhaus gefahren wird, sollte man vor allen Dingen die stark gelben Punkte vorziehen, weil diese stark gelben Punkte haben noch recht freie Kapazitäten oder wenn sie keine freien Kapazitäten haben, dann sind sie sehr schnell in der Lage, neue Patienten aufzunehmen. Grünen Punkte ist die Vorhersage, wie viel Covid-19-Patienten es auf Landkreisebene geben wird. Und es ist so, dass die Intensivbetten, die in den Landkreisen vorhanden sind, diese Intensivbetten wurden für alle Landkreise, wo Punkte sind, vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung gestellt. Also wenn ich hier zum Beispiel mal über diesen Punkt hier drüber hover, also in Waldeck-Frankenberg gibt es insgesamt 85 Intensivbetten. Wir gehen davon aus, dass 42,5 Intensivbetten nur für Covid-19-Patienten reserviert sind und zum aktuellen Zeitpunkt, also jetzt beim Simulationsbeginn am 27.03., ist es so, dass das in diesem Landkreis 15 Personen als infiziert gelten, aber dass insgesamt noch keine dieser Personen also dass es von der Wahrscheinlichkeit her recht wahrscheinlich ist, dass keine dieser Personen einen intensiven Aufenthalt braucht. Das ist ungefähr so, dass bei Covid-19 so ungefähr ja, 2 bis 5% der Patienten auf die Intensivstation müssen und beatmet werden müssen. Und das spiegelt sich auch in den entsprechenden Zahlen wider. Ungefähr 10 bis 20% der Patienten müssen ins Krankenhaus. Das kommt insgesamt darauf an, wie der Gesundheitszustand ist. Es kommt stark aufs Alter an. Es ist durchaus so, dass diese Simulation auch Altersdaten vom Statistischen Bundesamt mit integriert und damit Schätzungen macht. Und jetzt lassen wir einfach die Simulation mal ein bisschen laufen, damit man ein bisschen sieht, was passiert. Es ist so, dass die Punkte wachsen. Das Wachstum sind die Patienten, die Intensivbetreuung brauchen. Und irgendwann ist es so, dass die Punkte von grün nach rot wechseln. Ich mache momentan auch nur noch ein Monatssimulation, primär damit die Dateigröße nicht so groß ist, damit die Ladegeschwindigkeit der Map anders ist. Und es geht vor allen Dingen darum, dass ich Entscheidern eine Möglichkeit geben möchte, zu sehen, in welchen Bereichen werden vor allen Dingen Materialien benötigt. Also was man hier sieht, ist, dass es durchaus recht wahrscheinlich ist, dass in Baden-Württemberg dass in Baden-Württemberg gewisse Engpässe auftreten, Hohenlohe, Lohe-Kreis zum Beispiel, oder hier in Sigmaringen oder hier in Rastatt. Weiterhin ist unser bekannter Kreis Heinsberg eine Herausforderung. Und was man hier zum Beispiel sieht, dass eher so in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern sieht es eher unproblematisch aus. Und es ist zum Beispiel auch durchaus so, dass Hamburg, obwohl Hamburg sehr, sehr viele Vorfälle hat, also aktuell sind, glaube ich, 1400 Fälle aktuell in Hamburg gemeldet, es ist immer noch so, dass Hamburg auch sehr viele Intensivkapazitäten hat und Hamburg dementsprechend keine Probleme damit hat. Jetzt gehen wir mal ans Ende der Simulation, wo wir sozusagen wirklich auf dem größten Bereich sind. Und was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass Baden-Württemberg höchstwahrscheinlich anhand dieser Simulation
die davon ausgeht, dass wir wirklich die Maßnahmen, die wir aktuell haben, auch wirklich bis zum 27.04. in der aktuellen Form durchziehen, dass es hier in diesen Kreisen Herausforderungen gibt. Und was halt wichtig wäre, ist, dass gerade in diesen Kreisen jetzt Material hingeliefert wird und möglicherweise auch, dass zum Beispiel hier in den Bereichen, wo wir halt hier in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind und möglicherweise auch in Hessen, dass wir hier Kapazitäten abziehen und diese Kapazitäten in den Bereichen platzieren, die wir, wo wir Überkapazitäten erwarten. Was leider ein bisschen schade ist, dass aus Bayern und Niedersachsen habe ich aktuell noch keine Daten erhalten. Es wäre sehr schön, wenn ich dafür Daten erhalten könnte, weil dann könnte ich diese mit in der Simulation integrieren und könnte dementsprechend Entscheidern was zur Verfügung stellen. Jetzt noch ein paar Details zu den Daten und zu den Mechanismen, die ich hinten dran verwende. Als Berechnungsmodell für die für die Fallzahlen verwende ich eine SIR-Simulation von Neherlab. Das ist Robert Neher, das ist ein Professor aus Basel. Und ich kann jetzt mal kurz auf Run drücken, da würde man das jetzt für ganz Deutschland sehen und wie die Kurven aussehen. Hier, da habe ich auch schon ein anderes Video zu gemacht, wo ich die Kurven ein bisschen besser erkläre. Und hier sieht man zum Beispiel jetzt, dass die Sterbezahlen, die sind höher als in diesem Modell aktuell angenommen. Was dafür spricht, dass es momentan nicht so optimistisch abläuft, wie dieses Modell sagt. Was wir jetzt zum Beispiel machen könnten, ist, wir könnten hier die Strong Mitigation, also die Mitigation-Systeme ein bisschen hochsetzen. Und dann könnten wir gucken, ob wir uns diesen Fallzahlen annähern. So, jetzt schauen wir mal. Run. Setzen wir mal noch weiter hoch, dass gerade am Anfang sich die Leute stärker anstecken. Ja, jetzt geht's schon langsam. Erstmal noch ein bisschen höher. Ja, also das hier am Anfang stimmen die Zahlen recht gut, hier später dann nicht mehr. Da kann man ein bisschen rumspielen. Das, was ich gerade gemacht habe, ist sogenanntes Model Fitting, wobei ich das manuell gemacht habe. Und ich suche aktuell nach einem SIR-Model, was automatisiertes Model Fitting mit drin hat. Dieses Neha-Lab-Modell hat leider noch kein Model Fitting. Typisches Verfahren, was man dafür zum Beispiel verwenden würde, wäre Alternate Least Square oder Maximum Likelihood Estimators. Aktuell fehlt mir leider die Zeit, um das selber in diesen Modellen zu implementieren. Also wenn mir jemand helfen möchte, dann wäre es super cool, wenn jemand ein SIR-Model zur Verfügung stellen könnte, was Model Fitting kann. Meine Krankenhausdaten kriege ich vom Diffie. Das sind diese Daten hier. Die wurden vom Robert-Koch-Institut aufbereitet. Auch wen es interessiert, die Library, die dahinter liegt, die heißt Vega. Und ich meine, Dr. Dominik Moritz hat die mitentwickelt und der hat an der gleichen Universität wie ich studiert, also im Hasso-Plattner-Institut. Super coole Sache, kann ich nur empfehlen. Und hier kriegt man auch nochmal Informationen, welche Krankenhäuser aktuell an dem DIFI-Meldeprozess teilnehmen. Und das DIFI ist da mit super gutem Beispiel, geht das DIFI voran, dass sie es wirklich zeigt, offene Daten helfen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass aktuell die Krankenhäuser gut vernetzt sind und die Krankenhäuser ihre Kapazitäten austauschen. Die Covid-19-Fälle kriege ich vom Robert-Koch-Institut über ihr Covid-19-Dashboard. Hier im Hintergrund sieht man auch hier unten läuft ein ESRI-System und zwar läuft dort ein ArcGIS Web-Feature-Server. Und mit diesem ArcGIS Web-Feature-Server bin ich in der Lage, mir die entsprechenden Daten runterzuladen. Diese Daten reichere ich mit verschiedensten anderen Datenquellen an, zum Beispiel mit Einwohnerzahlen sind mit dabei, aber zum Beispiel mit Altersstrukturen, freien Intensivbetten rechne ich dann meine Simulation. Ich habe Daten vom Statistischen Bundesamt bekommen. Vielen, vielen Dank für die Leute, die da super schnell reagiert haben, die diese Daten super schnell freigegeben haben. Aktuell wäre es noch cool, wenn Niedersachsen und Bayern noch dazukommen würden. Da bin ich aber ganz optimistisch, dass diese Daten noch dazukommen. Was man hier zum Beispiel auch sieht, es gibt 1942 Krankenhäuser in Deutschland. Allerdings melden aktuell an das DIFI nur ungefähr 700 Krankenhäuser ihre Daten. Das heißt, dass das DIFI ungefähr nur 30% der Daten von den deutschen Krankenhäusern hat, was natürlich schade ist, weil das dafür sorgt, dass man keinen globalen Überblick hat, wie diese Kapazitäten und die Auslastungen entsprechend sind.
Dann wollte ich noch kurz den Krankenhausatlas zeigen, weil das auch nochmal eine Datenquelle ist, die ich verwendet habe. Und auch einfach nochmal das Statistische Bundesamt loben, dass sie wirklich sehr schön daran arbeiten, Daten zur Verfügung zu stellen und Daten für den normalen Anwender sichtbar zu machen. Was eine recht interessante Sache ist, hier in der Niederlausitz, das ist ein Gebiet, wo man recht lange zu einem Krankenhaus hinfährt. Allerdings zeigen Simulationen, dass es da auch recht wenig Kapazitätsherausforderungen gibt. Also Brandenburg ist momentan laut meinen Simulationen recht gut gerüstet. Und was man zum Beispiel auch gesehen hat, ist ja so, dass das im Bereich Sachsen wurden ja schon Corona-Patienten aus Italien aufgenommen. Und das kann ich momentan bestätigen, dass das durchaus in Ordnung ist. Die Kapazitäten reichen dort durchaus aus, um das zu tun. Die letzte Datenquelle, oder nicht Datenquelle, sondern ein Sammelbecken, was ich verwende, ist mein eigenes GitHub-Repository. Hier sammle ich Daten aus verschiedensten Quellen. Ich lade jeden herzlich ein, meine Daten zu prüfen, meine Daten zu verbessern, auch Fehler von mir zu finden, damit ich weiterhin Informationen liefern kann. Und ich freue mich, wenn ich da Unterstützung von der ganzen Welt bekomme. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.